Wo bin ich hier? Mal schauen. Hier sieht so aus, als wäre hier was. Land? Ziemlich hohes Land. Wo? Oh, wo? Was? Was ist das? Tja, was ist das? Ich weiß es. Wisst ihr es auch? Naja. Wie dem auch sei, ich begrüße euch hier auf dem Sandcraft-Server. Ja, das ist so ein kleiner Privatserver von dem Sandbox-LP, der ja auch im Settlement Project dabei ist. Und das ist quasi auch derselbe Server. Nur fürs SP nehmen wir da hin und wieder, ändern wir halt die Map und so weiter. Und Boot ist kaputt. Was war da gerade los? Okay. Aber ich bin hier nicht alleine. Hier ist noch jemand. Hallo, und zwar der Swiss Craft. Doch noch mit dabei. Genau, der Swiss Craft HD. Und ich bin hier schon eine Weile bei Sandcraft dabei, also von Anfang an. Und hab mir aber bisher so gedacht, nee, man muss ja nicht unbedingt aufnehmen und so. Und jetzt habe ich mir überlegt, nehmen wir doch mal auf. Ist nicht falsch, im Zweifel ein bisschen mehr als zu wenig aufgenommen zu haben. Man kann ja immer wegcutten. Genau. Super. Ja, für meine Zuschauer. Ja, ich begrüße euch natürlich herzlich. Ich bin hier gerade mit dem Imperator Kron Oder auf auf dem YouTube Server. halt General Cross. General Cross. Ja, für diese Folge oder für die nächsten Folgen habe ich mir vorgenommen, ich werde mir ein Lager zutun und das bei diesem Baum hier. Wie ich das Ganze dann noch mache, das werde ich dann noch sehen. Wird auf jeden Fall, denke ich, schon gut kommen. Und ja, das mache ich heute oder in den nächsten Tagen. Und ja. Ja. Ich werde hier meine Burg weiterbauen. Ich habe ja angefangen, eine Burg zu bauen. Hier wäre dann schon mal mein Thronsaal. Ja, ich baue relativ Cobblestone-lastig, schon so ein bisschen. Aber ich finde, es sieht nicht schlecht aus. Ist halt so mega über Wasser und so. Ansonsten werde ich die Burg hier weiterbauen und. Ah, jetzt kommt man hier gar nicht hoch. Aber ihr seht schon. Ja, relativ. Wir sind hier sehr weit oben. Wir sind hier auf. Y136 aktuell. Das ist schon nicht Oha. ohne. Ich werde dann auch mal beim lieben Swiss mal vorbeischauen. Das können Sie machen. Ich überlege gerade, wo ich das Haus hinbaue, also diesen Block hinbauen soll. Der muss ein bisschen größer sein, weil es sonst einfach nicht so passt. Vom Lager her. Wie groß muss das sein? Warte kurz, ich muss überlegen. Ich baue am besten Dirt. Hier ist der umgedrehte Dingens. Dann kommt die Kiste, dann kommt wieder umgedrehte Dingens, dann kommt die Kiste. Und danach kommt nochmal umgedrehte Dingens. Jetzt muss ich nochmal hoch. Ich glaube, ich muss Umgedrehte jetzt. Ich glaube, ich und muss dann jetzt die gleich bei Decke. dir vorbeischauen, sonst sind meine Zuschauer ja nur verwirrt von dem, was du da redest. Ach so, ja, das kann gut sein. Also hier ist Dingens, Kiste. Ja, das passt. Das muss 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also anstatt 4 muss ich jetzt 6 hoch machen. Und das mache ich dementsprechend. Wie breit mache ich denn das? Das werde ich dann noch schauen. Ich hoffe jetzt, ich habe genug Holz parat, sonst muss ich ein bisschen farmen gehen. Birkenholz, habe ich denn noch Birkenholz? Ach, hier geht's nach draußen rein. Ich habe noch ein bisschen Birkenholz, aber auch nicht mehr allzu viel. Das wird nicht reichen. Das Fichtenholz auch nicht. Doch, hier hat es noch mega viel Fichtenholz. Das reicht. Super.
So, hier sind wir jetzt beim lieben Swisscraft. Oh, da geht es anscheinend in seine Mine herunter. Und ein braunes Schaf und Bäume, Tigerbäume. Und hier ist der Dschungel. Und da ist er ja. Ja, hier oben stehe ich. Super, ja. Ja, und jetzt für deine Zuschauer, ich werde einfach darüber bauen jetzt und da mein kleiner Block bauen. Und ja, da beginne ich jetzt einfach mal. Kann ich hier gerade als Stütze nutzen. Das ist eigentlich mega praktisch hier. Das stimmt, das ist durchaus. Entschuldigung. Das ist durchaus praktisch. Ja, also das ist das hier. Er hat halt so ein Baumhaus, mehr oder weniger Baumhaus-Ding gebaut. Und hier noch so ein Block. Also es sieht interessant aus auf jeden Fall. Und auch gut, würde ich mal behaupten, dass das ganz gut aussieht. Ja, So. das hoffe ich doch. Ich finde ja auch den Kontrast sehr schön. Zwischen den Ja, also in dunklen. meinem Texture Pack sieht es sicherlich gut aus. In die Falls sieht es auch gut aus. Gut, dann bin ich beruhigt. Ja, genau. Das macht halt hier der Swisscraft. Das hat er so. Oh, ein paar schöne Straßenlaternen. Au. Ich bin runtergeflogen, läuft bei mir. Ah, ich komme hier nicht mehr hoch, ich bin so dumm. Mist. Tja, ja, der baut jetzt also eher dort seine Dschungel, Halbbaumhäuser, was auch immer, wie man das nennen möchte, seine Blöcke da auf den, seine Blöcke auf Bäumen. Und da geht's zum Spawn, da könnte man eigentlich auch mal fix hingehen, zum Spawn und dann vom Spawn aus zurück. Ja, könnte man. Wo habe ich meine Workbench hier? Genau, das hier ist der Spawn. Hier sind so ein paar schöne Häuser. Hier ist halt so ein bisschen Hafen und so. Hier oben soll dann unser Hub entstehen, also so eine Art Hauptquartier. Und Genau. das will das Sandbox bauen. Und ja, eigentlich eine ganz coole Location hier. Und hier lang diese Straße, die aktuell hier endet, die wird zu mir führen. So, kurz was essen. Braucht das Nahrung ohne Ende. Ach Mist. So, muss das nochmal abreißen. Das hier auch. Und hier kommen dann diese hier hin. Überleg grad. Ja, und hier sind wir jetzt schon wieder in meiner Schlucht da und hier fließt die Lava runter und dort ist die Straße und so und es ist halt alles noch nicht fertig. Alles in der Beta-Phase. Quasi, ja. Quasi. Okay, mir fehlt es ein Holz. Da muss ich. Ich habe noch ein bisschen Birken. Birkenholz. Schleck. So. Dann packe ich hier noch was hin. Und hier noch was. Dann habe ich hier eine schöne Brücke rüber. Es ist zwar nicht das optimale Ding, aber es ist was. Wie weit ich das jetzt? Mach das, glaube ich, nur so. So. Das reicht. Und hier kommen dann schon die Kisten an die Wand. Nein, eines weiter nach außen will ich noch. Das ist sonst zu eng.
So, jetzt erstmal hier wieder hoch und dann kann's weitergehen. Tü-tü-tü. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, habe ich gesagt. Ach Mist, das passt nicht so ganz. So, jetzt hat. Wird sterben. Ach fuck. Er ist gestorben. Meine 19 Level, nein. Ich habe Ich habe total nicht 33. daran Ich glaube, ich gedacht. bin auf dem gesamten Server noch nie gestorben. Ja, ich bin schon genug oft gestorben. Entweder ich bin einmal in die Lava geflogen, da ist alles weg gewesen danach. Auf jeden Fall super geil. Supergeil. Super geil. Habt ihr in der Schweiz dieselbe Edeka-Werbung? Nee, wir haben dieses Dingens gar nicht, dieses Edeka oder was auch immer das ist. Okay, das ist ein Supermarkt. Ach so, nee, das haben wir nicht. Wir haben da was. Wir haben da was anderes, soweit ich weiß. Ja, ich glaube, Edeka gibt es, glaube ich, nur in Deutschland. Ja, glaube ich. Ist auch so. So. Das ist jetzt 6 hoch. Dann passt hier eine Kiste rein. Hier eine Kiste. Dann Abstand hier eine Kiste. Ich möchte gerne drei Kisten nebeneinander. Also wird es ein bisschen ein großer Block, habe ich das Gefühl. Aber sonst reiße ich ihn wieder ab. Oha, schon 10 Minuten um, läuft. Geht schnell. Ich wurde angestupst, ja, hallo. Stupst Jan, ja, stupst mich, stupst. Als Schnauze. Naja, wurscht. Ich reagiere jetzt einfach nicht drauf. Eins, zwei, eins. Und dann noch so. Bist du aber böse, reagierst einfach nicht, wenn du angestupst wirst. Ja, sicherlich. In der Aufnahme, ich reagiere doch da nicht drauf. Ich bin doch nicht so dumm, Junge. Also ja, dumm ist das falsche Wort, aber. Abstand, Kiste, Abstand, Kiste. Abstand. Oh, yeah. Falls ich meine Zuschauer gerade fragen, was ich denn hier mache, ich entferne Stein. Das macht er eigentlich die ganze Zeit auf Sandcraft. Er macht nichts anderes. Ich Außer mit baue Steinen halt. bauen. Du baust mit Steinen. Ich baue mit Stein und ich muss natürlich auch Stein abbauen. Und diesmal, aber aktuell baue ich Stein ab, damit ich dort wieder Stein hinbauen kann. Wie die Skelette einfach so Aimbot drin haben. Unglaublich. So, die birken, was auch immer. Ich habe gerade den Namen vergessen. Die Birkenbäume, so, die sind gewachsen. So, und ich habe keine. Oh nee. Keine Axt. Schreckum. Axt kaputt gegangen, genau. Und das Essen mangelt auch Gott so. Tja. Das größte Problem Ja. ist wirklich das Essen. Das ist richtig nervig. Das Essen, nö. Ich hab genug. Ich hab ein winziges Melonenfeld und komme mit dem vollkommen hin. Wundert mich Ja, auch. Essen habe ich auch genug, aber man verliert halt übel schnell Essen. Ja. Und das ist wirklich nicht so geil. Insbesondere wenn man es halt eben mit Melonen macht. Ja. Dann besonders. So.
So. Nächste Axt draufgegangen. Ja. Ach ja, Eisen. Leute. Eisen nutze ich ja gar nicht so viel. Habe ich jetzt für mal Axt genutzt und auch wenn ich in die Mine gehe für die Spitzhacken. Aber wenn ich hier oben bin, baue ich alles mit Steinwerkzeugen ab.